Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir haben heute das Kid. Bin ich dumm oder was? Das war jetzt schon so eine Standardbegrüßung von mir. Immer herzlich willkommen Ender Kids, obwohl wir hier bei Movie Review sind. Oh Mann, Leute. Egal, wir sind hier heute bei Movie Review, Leute, und wir haben heute den Lego Movie. Oh yeah! Ich habe ihn mir angeguckt und ja, ich möchte euch hier, also das Video kann, ich kann es nicht lange machen, ich möchte euch nur ganz grob ein Fazit dazu geben und wie ich den Film so fand und ob es sich lohnt, zack, 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 weil heute um 14 Uhr ist die erste Aufnahme vom neuen Projekt, und da freue ich mich dann schon sehr drauf und ja, ich kann euch schon mal so viel verraten, es wird spannend und ja. Ja, er wird das schon noch sehen. Auf jeden Fall, ich habe mir angeschaut The Lego Movie und das ist ein US-amerikanisch-australischer computeranimierte Filmkomödie und beträgt 100 Minuten und hat eine Altersfreigabe von 0 Jahren. Ist ja auch klar bei Lego. Und ja, bei The Lego Movie ging es darum, dass es einmal so einen Zauberer gab, der hat, da gab es dann auch noch so eine Prophezeiung und er sagte, wenn jemand diesen Bauklotz findet, dann ist er der bestimmte Meisterbauer. Und eben der Emmett, so ein ganz normaler Bauarbeiter, findet diesen Bauklotz und dann denken alle, ja, er ist der Bestimmte. Und ob er dann so wirklich der Bestimmte ist, was da noch alles für Zwischenfälle und so weiter gibt, das seht ihr dann im Film. Der Trailer dazu seht ihr natürlich steht natürlich in den Comments. Aber ja, also meine Kritik zum Film. Also ich habe ihn mir in 3D angeguckt, wie eigentlich so fern jeden Film, den es in 3D gibt. Und ich muss sagen, die 3D-Effekte waren so gut wie nicht vorhanden. Also ich habe dann nicht viel 3D gesehen, außer die Standardeffekte halt, aber nichts irgendwie, was mir zum Beispiel in die Fresse geflogen wäre oder irgendwas, was übrigens schwieriger umzusetzen ist bei einem Film mit echten Menschen als bei einem Animationsfilm. Da ist das Ganze ein Stück leichter und da war es bei The Amazing Spider-Man doch viel mehr 3D-mäßig, sag ich mal. Ja. Oh Mann, mein Bruder schreit schon wieder. Auf jeden Fall muss ich sagen, war ich eigentlich schon sehr enttäuscht vom Film, da ich mir, beziehungsweise ich hab das diesmal so gemacht, ich bin ohne Erwartungen reingegangen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt reingehe und was erwarte, dann bin ich vielleicht im Nachhinein enttäuscht und dann sage ich so, verschwendendes Geld. Aber diesmal bin ich nicht mit einer Erwartung reingegangen, sondern mit einer Hoffnung. Und ich habe einfach gehofft, bitte Film werde einfach gut. Und ich muss sagen, er wurde nicht gut. Er hat das einfach nicht. Er hat mir einfach nicht das gegeben, was ich mir erhofft hatte. War dann aber nicht zu sehr enttäuscht vom Film. Also ich muss sagen, es gab viele lustige Szenen, aber nichts. Ich fand, der Film war immer so lustige Szene, lustige Szene. Und es gab nie so Basch. Und dann der Höhepunkt und dann ist und dann wieder eben ein schöner Abschluss. Nein, es gab zwar einen normalen Abschluss, aber es gab leider Gottes nichts, wo ich jetzt sage, what? Wow! Boah, geil! Wenn ich so im Kino sitze, dann war der Film gut. Aber wenn ich so im Kino sitze, läuft, dann bin ich meist nicht so begeistert und ich saß so im Kino und dann dachte ich mir so, ja, also ich muss sagen, ich habe mir zwei Popcorns bestellt, also so zwei Popcorn-Packungen und die haben mich ehrlich gesagt mehr überzeugt als dieser komplette Film. Da hat sich meiner Meinung nach Rio mehr gelohnt. Aber wie gesagt, jedem das Seine, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn sehen wollt und wie eure Meinung zum Film ist, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Das ist wie gesagt meine freie Meinung, das sieht sowieso auch meistens jeder anders. Aber ja, ist halt so, ne? Ist halt so.
Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch zum Film sagen kann. Die Synchronisation, die war eigentlich ganz gut. Die hat sich jetzt aber meiner Meinung nach auch nicht sehr viel abgehoben von anderen Animationsfilmen, weil es da nicht so schwer zu synchronisieren ist, als wenn man jetzt da einen echten Schauspieler synchronisieren muss. Aber ja. Im Hintergrund seht ihr Ender Games, das passt jetzt zwar gar nicht dazu, aber ihr seht Ender Games, wo ich verloren habe und einmal so eine Runde, wo ich einfach auf einer Map gespawnt bin, wo man kein Schwert hat und ich mich da irgendwie mit dem Bogen durchkämpfen musste und mit dem Feuerzeug. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass meine Bewertung vom Film immer so von 10 Sternen abhängt. Und von 10 Sternen erreicht dieser Film bei mir 3 Sterne für die teilweise funny Sachen, die eingebaut wurden. Aber generell hat er mich nicht umgehauen, geschweige irgendwie versetzt. Und ja, Leute, also wenn es dann eine Fortsetzung gibt, werde ich sie mir natürlich angucken und euch dann drüber berichten, ob sie eventuell besser ist, weil ich gehe auch ins Kino, nicht nur, weil ich die Filme sehen möchte, sondern auch, damit ich euch da was zeigen kann. Und ich gehe gerne ins Kino und esse so gern Popcorn, lecker, aber dann habe ich immer Verstopfung. Nein. Okay, Leute. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, konstruktive Kritik fürs Format in die Kommentare, und so weiter. Ihr wisst ja schon, was man da so alles hergibt. Und ich würde sagen, das war's. Macht's gut und freut euch aufs neue Projekt. Ciao.